Ja, an sich ist es ja nicht schlecht, dass sie sich scheinbar Zeit lassen, bis nächste Woche. Mit Update, also ich hoffe mal, dass nächste Woche dann aber das Update kommt. Max stinkt. Woher wissen die das? Ich war heute tatsächlich noch nicht duschen. Mache ich nach dem Stream. Versprochen. Aber 5D-Geruchssensor habe ich halt noch nicht eingebaut. Also, hab da nochmal Glück gehabt. Ah, ich habe kein Element Deathstone drauf. Wieder Urlaub? Wieder? Hä? Was für wieder Urlaub? Der Game-Urlaub. Nein, ich habe frei. Ich muss morgen zur Frühschicht. Deswegen heute noch auskosten. Hab noch frei. Ganz normal frei. Bei mir ist ja. Ich habe ja nicht so diesen normalen Rhythmus wie die meisten. Ich muss halt dann auch übers Wochenende dann 7 Tage arbeiten. Dafür habe ich halt immer so in der Woche frei. Was aber nicht schlecht ist. Max, auf welchem Channel bist du? Ich bin noch auf Channel 1, also Party kann man gerne joinen. Weil hier nur Channel 1 noch kurz die Party hochleveln und dann ziehe ich mich auf einen anderen Channel. Nächste Woche dann Lutzacker Waffen im Cash-Up. Oh, das wäre cool. Also Lutzacker Crystal-Axe würde ich zweimal nehmen. Wäre für Garena eigentlich theoretisch richtig geil, die reinzupacken. Weil manche würden halt mehrere kaufen, falls sie halt schlecht gerollt ist beim Kauf. Ach so, Minrolls, Digga, erstmal die nächste Waffe kaufen. Und dann imagine, alle sind Zauling. Cool. Oh, scheiße, das wäre echt. Das wäre so, ja, Untergangsszenario, wenn sie wirklich sagen, okay, komm, jetzt müssen wir einmal rauscashen und dann fahren wir die Server runter, dann müssten sie genau das jetzt machen. So, das bis zum Ende des Jahres noch laufen lassen, dass alle so schön reincashen, rollen, upgraden und so und dann bam, Server aus. So, warte, ich wollte doch was machen. Warum bin ich nicht im Marketing von Flight Universe drin? Mann, die werden schon reich. Das sind sie ja schon. Achso, changing. Will ich jetzt erstmal die AirPods als Maus nehmen? Die AirPods Box Case oder was auch immer. Server aus, jetzt kommt NFT Flip, genau. Jetzt kommt NFT Flip, oh, das. Und die Leute werden wieder hype. One One Raider detected, oh no. Achso, wie heißt die Party? Die Party heißt jetzt Maxi. Maxi Party. Die allerechte Maxi Party. Hallo. Ran. Ich bin Channel 1. Ja, klar, da waren noch die Shops. Pick. Der Orle-Echte. Nein, 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 nicht weglaufen. Ich habe schon im Urin gehabt, dass die jetzt abbauen wollen. Ey, Supporter-Pick ist da. Huawei or what? Wie viel kriegst denn du jetzt? Bekommst du jetzt 0,0001 ohne irgendwie Country? Das würde mich mal interessieren. Was da jetzt, wenn du einfach nur daneben stehst. Ich sag mal, jedes bisschen zählt ja jetzt einfach nur bei dem Update, ne? Heute läuft Pet Pass aus zur Info. Oh, das ist tatsächlich eine sehr gute Info. Dem muss ich dann noch nachgehen. Auf Old Accounts und sowas, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was einsammeln. Nein, geht da nicht auf meine M. Eine bessere Grafikkarte ist ja traurig mit meiner FPS. Will bis zum Ende des Monats auf jeden Fall bei dem Piercing Pass oder was das ist, bis zum Ende des Monats geht, den will ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Auf mehreren Chars.
Ich brauche ja mindestens erstmal auf jeden Fall 8 Lightning-Karten, 7%. Für das PvE-Set für einen Ringmaster und für einen Blade. Und dann theoretisch ja auch noch das 101-Set. Aber ich glaube, das 101-Set werde ich dieses Jahr noch nicht haben. Und nächstes Jahr vielleicht auch noch nicht. Ein bisschen passt das Gefühl, der einzige, wo es sich kaufen lohnt, neben den normalen Monatspass. Ja, true. Das denke ich auch, ja. Also Petpass ist total für den Arsch. Da hätten sie es... Also ich hätte ihn vielleicht genommen. Vielleicht hätten sie es mit dem Soul Link auch drin lassen können. Aber dass wenigstens die Stat-Richtung, dass du dir die aussuchen kannst. Ob du ein HP-Pad willst, ob du ein... Ja, irgendwas. Ja. Oh. 0,01 pro AOE jetzt. Wird ja nicht pro Monster sein, oder? Pro AOE oder pro Monster? Ja, pro Monster wäre ja sick. AOE, ja. Ja, ist okay. Also solange man sieht, dass was passiert, ist es ja vollkommen in Ordnung. So, ne? Hängst dich ran. Wie gesagt, jeder Prozent zählt ja. Tower ist theoretisch auch gar nicht so bad. Also lohnt immer noch voll, das zu machen. Also gefühlt fast eine Levelstunde in unter 20 Minuten. In 10 Minuten oder sowas. 4, noch was Prozent auf Level 144. Das lohnt voll Tower noch. Aber ganz ehrlich, würden sie noch eine Stufe reinmachen, der keiner würde hier leveln. Alle würden Tower machen. War die Stufe? Ja, können wir schon mal Link anfangen. Die haben schon wieder auf den Arm Ringmaster. Aber safe wird irgendwann Tower noch höher gehen mit Level. Naja, ich sag mal so. Wenn ich jetzt noch eine neue Tower-Stufe hätte, ich glaube, ich würde gar nicht mehr leveln. Ich würde einfach nur noch Tower machen. Ehrlich zu sein. Das Ding ist, leveln würde dir ja nebenbei eigentlich noch die Chance geben, dass du Waffen craften könntest von der neuen Waffe, ne? Was halt gut für leveln spricht. Aber bei der Crafting-Rate halt auch wieder nicht. Weil die Crafting-Rate halt so niedrig ist, dass man ja eben gleich stirbt. So niedrig ist die Crafting-Rate. Global Tech ist an, Boys und Girls. Aber kurz zu versuchen, klar, können wir machen. Mit einem M? Ich dachte, du kommst jetzt noch mit einem Ranger. Du hast nur da keine Monster zum Pullen. Das ist es halt schon, ne? Ich bin jetzt hier beim Spawn. Ich pull hier alle, keine Sorge. Aber ich glaube, genug sagen, Leute, die sagen, die leveln lieber nicht wegen 5% pro Stunde, sie stecken lieber irgendwas anderes im Hintern. Ja, also ich würde. Weiß nicht, ich glaube, wenn die Crafting-Rate. Bist du schon fertig mit Pullen mit den drei Monstern da? Brauch noch eine halbe Stunde. Ne, mit Ranger, okay. Ja, na komm, Platz ist noch in der Party. Ich kann hier kurz auch hin.
Ja, wenn die Craft-Chance nicht so scheiße wäre, dann wäre es ja okay mit dem langsamen Leveln, weil umso mehr du ja levelst, umso mehr droppst du von den Waffen, kannst craften und sowas alles. Man hat es ja dann nicht so eilig, aber jetzt ist halt irgendwie so craften lohnt nicht. Das heißt, du willst eigentlich nur High-Level sein, um Giants farmen zu können. Weil 144 ist dafür noch ein bisschen niedrig, wenn der erste Giant mit 145 anfängt und die anderen sind dann gut 10 Level über dir. Ist halt nur am Verrecken. Und natürlich dann wird es halt einfach nur noch den Dungeon laufen, weil das halt das Einzige ist, wo du halt potenziell was Neues bekommen kannst. Dadurch, dass halt das Leveln irgendwie einfach nur eine Sache, die du jetzt schnell hinter dir bringen willst. Würde es mit dem Craften besser sein, dann könntest du auch entspannt einfach entspannt leveln und hättest halt dann immer ab und an mal deine Craft Price. In Hoffnung, dass du was Neues kriegst. Und das PvE-Set natürlich. Pick ist da. Look at him. The one and only Warlord Pick. Also Karina hat mit Prems Ballon 6% die Stunde gemacht, davon hat 57. Ja, die Frage ist, inwiefern ist Kaguya eine Referenz? Da stelle ich mir ohne Ballon richtig anstrengend vor und keiner ist 24-7 auf Prems. Ihm. Und keiner spielt Psykeeper und man muss sagen, er spielt ihn halt auch sehr effizient, sehr geil. Also, ja, das, also da kannst du halt, weiß ich nicht, sagen, normaler Spieler macht da höchstens noch ein Drittel oder ein Viertel davon oder sowas. Also Kaguya hat hier in dem Levelbereich auf 144 auch 20-30% die Stunde gemacht. So, ich mach, weiß ich nicht, mit Ballon 9 oder so. Keine Ahnung. 9 oder 8%. Ja, stimmt. Wir müssen ja jetzt Duaui theoretisch hier irgendwie machen oder so. Keine Ahnung. Ist nicht. Wie machen wir das jetzt? Dann müssen wir uns ja immer mit dem Puls irgendwie treffen oder so, in der Hoffnung, dass die nicht wegrennen. Soll ich jetzt gleich zu dir kommen und mit AOEen, oder? Ich hätte voll Angst, dass die jetzt wegrennen, ne? Gehe ich da jetzt mit rein und AOE mit? Oder? Ich weiß nicht, ich bin voll Anfänger darin. Machen wir das? Kack AOE. Ich halte dich jetzt voll strong mit, so, ne? So, okay. Treffen wir uns in der Mitte oder was? Hier noch den Pull. Aber ist okay für dich. Treffen wir uns. Die Frage, wie viel bekommt man jetzt pro Dings? Kann einer meine XP merken? Auf dem Blade? Wie wir jetzt haben? Ich glaube, vorher hatten wir so 0,2 pro Pull. Ich habe jetzt aber nicht geguckt vorher. Wenn nicht, können wir gleich nochmal testen. Jetzt haben wir hier eher so das Problem mit Respawn und so. Hey, funktioniert das Ganze mit dem wie funktioniert das Ganze mit dem neuen Schmuckset? Ja, du kannst jetzt dein Schmuckset quasi zerlegen, zerstören in Einzelteile. Daraus bekommst du Schmuckstaub und Cursed Juwelfragmente. Und das brauchst du dann auch in gewissen Mengen, um den neuen Ulti-Schmuck zu craften. Da gibt's im Flife Universe Discord bei Ask Flife Experts zum Beispiel so, ja, so eine zusammengefassten Informationsbilder. Gibt's auch bei mir im Discord, bei Flife, beim Channel Flife Universe Infos. Kann ich mit AOEen? Ja, wer möchte, kann sich das gerne angucken. Da. Die kannst du dann halt eintauschen.
Geht auf jeden Fall schnell clear, ne? Oh Gott, nein, die gehen alle auf meinen Ringmaster jetzt. Es lohnt sich aber eigentlich nur, das zu zerlegen, wenn du plus 20 Schmuck hast, weil dann bekommst du da nämlich bis zu 2 Ulti-Teile raus beim NPC zum Eintauschen. Bei plus 19 kriegst du nicht mal einen für. Ich glaube nicht mal die Hälfte für einen oder sowas. Plus 20 bringt da wesentlich mehr. 0,23 pro AOE, hört sich erstmal ganz gut an. Danke auf jeden Fall für die Info. Das ist effektiv. Also auf jeden Fall scheint es mit 0,23 pro AOE auf jeden Fall schon mal nicht ineffektiv zu sein bei meinem Blade. Bei 0,21 glaube ich hatte ich gestern oder sowas noch. Ich weiß nur nicht, ob es noch auf dem Level 143 sogar war. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist okay. Muss nur noch Party Drop auf Leader machen. Oh, 40 Sekunden, so sind meine Buffs weg. Bei meinem sind die schon weg. Können wir bei 20 Sekunden AOE? Wo bist denn du? Da bist du ja schon. Ist er schon da? Okay. Aber wollen wir denn vielleicht Channel switchen, gucken, ob irgendwo Lehrer ist? Hier die 1-1er nicht so schnell. Oh, mein Elm ist tot. Den hat's erwischt. Mein Elm hat's voll erwischt. Sterben wir auch irgendwann mal? Schon gut gefüllt.